Gäste. Erstmal danke, dass ihr so zahlreich hier seid. Guten Appetit. Ich darf euch aber noch einmal um ein bisschen Aufmerksamkeit bitten. Heute das Spiel Lörrach SC gegen unsere HG Saloy, ein Spiel bis zur letzten Minute, wo keiner wusste, wie geht's aus, wer gewinnt heute. Bedanken dürfen wir uns heute bei 1050 Zuschauern. Und wir kommen zum Statement der beiden Trainer und fangen an mit dem Gästeteam Christian Stark. Ja, danke für den netten Empfang und die kalte Cola, die kann ich gut gebrauchen, ein bisschen heiser. Ja, zunächst einmal Glückwunsch zum Punkt. Den haben sie, glaube ich, heute beide Mannschaften redlich erkämpft. Ich denke, das geht dann am Ende in Ordnung. Das Handball ist ja so ein Phasenspiel. Wir hatten in der ersten Halbzeit eine sehr gute Phase, so Mitte der ersten Halbzeit, dann ihr vor der Pause, dann ihr wieder nach der Pause, wir dann irgendwie wieder rangekommen. Also es war da wirklich so ein Wellental heute und so ein Wechsel von, die eine Mannschaft ist an der Front und wir. Von daher ist es, glaube ich, am Ende dann gerecht. Trotzdem glaube ich, dass genauso du wie auch ich ein bisschen traurig sind, weil ihr hattet einen Angriff kurz vor Schluss, wir hatten einen Angriff kurz vor Schluss und dann ist man immer so ein bisschen verärgert, dass man den vielleicht nicht im Tor untergebracht hat, weil ja eventuell dann sogar noch ein Sieg rausgesprungen wäre. Wir blicken ein Jahr zurück, dann haben wir hier, ich glaube, 33, 32 verloren, mit einem Tor verloren. Von daher haben wir einen Punkt mehr als letzte Saison, wie aus Saloy entführen dürfen. Von daher fahre ich schon zufrieden nach Hause, weil meine Mannschaft hier gut gefightet hat. Riesenkompliment an euch. Ihr habt hier uns nett empfangen, hat ein super Publikum hier gehabt. Hat richtig Spaß gemacht bei euch. Schönen Abend noch. Vielen Dank, Christian, für deine netten Worte. Wir geben das Mikro weiter an unseren Philipp Kessler. Ja, erstmal schönen guten Abend. Danke, Christian, für dein Statement. Und ich glaube, er hat schon gesagt, gewonnener, verlorener Punkt, wie auch immer man es sehen kann. Man kann das Spiel natürlich verlieren am Schluss. Man kann es genauso auch für sich ziehen. Von daher müssen wir mit dem Punkt heute Abend leben. Sind natürlich trotzdem alle sehr, sehr enttäuscht, weil jeder weiß, wie normalerweise, oder sagen wir, oft im letzten Jahr einfach der HGS-Express dann gerollt ist, wenn wir drei Tore vorne waren in der zweiten Halbzeit. Ja. Aber das ist einfach so, man merkt, glaube ich, bei unserem Spiel an, Phasen wurden angesprochen. Wir haben gute Phasen, die wir einen guten Handball spielen, aber gefolgt immer wieder von kleinen Einbrüchen. Kommen wieder bessere Phasen, also die Jungs kämpfen sich zurück. Also das kann man denen wirklich nichts absprechen. Ja, wir hatten auch mit Vladi natürlich einen ganz schwierigen Ausfall für uns, als erfahrener Mentalitätsspieler. Jetzt ist so, dass Mehdi nach 20 Minuten raus ist, Tomischi, weil er den Arm nicht mehr heben konnte. Und Willi Walz konnte dann zur zweiten Halbzeit auch nicht mehr spielen. Von daher haben die Jungs da alles reingebissen, haben das versucht zu reißen. Aber klar, wir können damit nicht zufrieden sein, ja? Weil wir sind einfach zu inkonstant. Und das ist die Leichtigkeit, das ist so dieses Selbstwertgefühl, Selbstsicherheit, die fehlt. Wir haben zum Beispiel drei vor, verwerfen dann ganz freien Ball, zwei Stück hintereinander, haben dann wieder einen Stürmer vor, wieder einige Aktionen, dann kommt Lomberich wieder auf. Das müssen wir abstellen durch hohe Wiederholungszahlen, Drucksituationen, die wir im Training versuchen einzubinden und dann einfach dran zu bleiben. Ja, mit den Fans im Rücken, das ist ganz wichtig. Ich habe auch versucht, da nochmal zu animieren. Wir brauchen die Jungs brauchen jetzt die Ränge gerade zu Hause, um wieder zu ihrer Sicherheit zurückzufinden. Das ist enorm wichtig, damit wir dorthin kommen, wo wir eigentlich sein wollen. Von daher müssen wir damit leben. Wir wissen aber auch, dass es natürlich viel Arbeit gibt und es geht in dieser Saison nichts ganz einfach von der Hand. Ich glaube, das sieht ja auch jeder. Müssen uns da reinbeißen und dann bin ich mir sicher, dass wir Step by Step auch mehr Punkte holen werden. Danke. Ja, vielen Dank, Philipp, für deine Worte. Wir kommen noch zu unserem Topscorer der beiden Mannschaften. Auf Seiten des Lörrachischen SC war das Lukas Martin Schulz mit 9 Toren, wenn ich das richtig aufgezählt habe. Und auf Seiten der HG Saloy unser Lars Weisgerber mit 10 Toren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend hier. Bleiben Sie noch eine Weile bei uns. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ja.